Hallo meine Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit für Nintendo DS. Weiter geht's in Bowser's Castle bzw. Baby Bowser's Castle. Und ja, holy shit, was ist eigentlich los gerade? Also Real Talk. Fettes Danke für das Feedback der letzten zwei Folgen, also die ersten zwei Folgen zumindest. 200 und 300 Aufrufe und ich habe glaube 15 Abos gemacht. Herzlich willkommen an alle Neuen, die hier sind. Das freut mich total mega krass, dass ihr hier seid. Das ist was Neues, dass ich Abos kriege und das ist gerade echt total krank. Also fühlt euch alle herzlich willkommen hier, die neu dazugekommen sind. Mich freut es riesig, dass ihr hier seid und es macht einfach Bock. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf das Projekt und deswegen geht es ja auch schön chillig jetzt weiter und ja, es freut mir einfach riesig, dass ihr alle hier seid. So macht das auf jeden Fall richtig Spaß. So, dieser Aktionsblock hat uns jetzt hier diese Plattformen gegeben. Okay, so, die kleinen Babys wieder zurück. Dankeschön. Und dann gehen wir damit weiter. So, genau. Und zack. Jetzt sind wir auch schon bald bei der blauen Röhre. Da bin ich gespannt, was dann passiert. Kamek, mein Freund! Prinz! Was sieht denn du aus? Der hat aber zu wenig Weight Watchers gehabt. Prinz Bowser! Digga, wieso ist der so fett? Aha, ihr kleinen roten und grünen Insekten. Okay, sorry, dass wir nicht so fett sind wie du. Habe ich nicht schon mal versucht, euch zu entführen? Weiß ich nicht. Ja, das habe ich. Junge, das hat nicht so gut funktioniert. Außerdem scheint ihr nun gar nicht mehr so klein zu sein. Ach, ist das dieser kleine Kamek, was am Vergangenheit ist? Dann würde ich ja trotzdem mal langsam abnehmen hier. Und ihr seid auch viel haariger. Okay. Seltsam, aber das ist egal. Es gefällt euch, unseren knospenden Herrn des Bösen zu ärgern, nicht wahr? Dann bin jetzt ich dran. Ja, dann bin ich jetzt dran, ich glaube besser. Und wir kriegen den Goomba-Pfeil, also. Das juckt mich jetzt wenig. Mario, Luigi, haben Sie schon jemals einen Huckepack-Move im Kampf gesehen? Ach ja, stimmt, jetzt sind wir die beiden. Oh, er ist einfach fantabulös. Alter, diese Wörter in dem Spiel, ich schwöre. Keine Ahnung. Aber das, was der Kamek gerade gesagt hat, sollte nicht heißen, dass ich jetzt dran bin. Und nicht, dass bin. Jetzt bin ich dran. Oder jetzt ich. Nee. Ich habe gar nichts gesagt. Lass los. Lassen Sie mich erklären, wie dieses Action-Kommando funktioniert. Mario, Sie beginnen mit einem Sprung, wenn Sie mir folgen können. Bruder, du redest zu schnell. Ich kann dir gar nicht folgen. Sorry. Was? X? Oh lol, was? Ja, jetzt geht's los. Soll ich noch mehr timen können? Okay. Luigi, nun sind Sie mit der Sprungattacke dran. Ja, GG. Also erstmal den hier. Bam und dann bam. Ja, moin. Man kann Doppelattacken auch noch machen. Alter, in jedem Kampf gibt's hier noch was Neues gefühlt. Als nächstes die Bros-Items. Setzen Sie diese im Huckepack-Modus an, können Sie ebenfalls die Babyknöpfe benutzen. Die A- und B-Knöpfe werden wie gewohnt bedient. Doch nun zählen auch X und Y. Abhängig vom jeweiligen Item ändert sich die Funktion von X und Y. Wenn Sie mir folgen können. Im Huckepack-Modus ändert sich die Erklärung am Topscreen. Achten Sie also genau darauf. Im Topscreen, hä? Okay, was ist da? Drücken Sie beim Einsatz des grünen Panzers den Babyknopf, wenn der Panzer den Gegner trifft. Ja, genau, Mario. Greifen Sie mit dem grünen Panzer an. Was will der von mir? Och, du Scheiße. Ah, ach so, nur ein Baby. Okay. Das ist, glaube ich, ein Ticken besser dann. Okay, bam. Und dann muss ich X drücken. Und dann muss ich B drücken. Dann muss ich nochmal X drücken. Was? Ach so. Dann hat das richtige Timing. Okay, aber ich muss es nicht. Ich muss diesen Baby-Move nicht machen. Der macht nur mehr Schaden. Okay. Luigi, versuchen Sie doch mal eine Attacke mit einem grünen Panzer. Alles klar. Dann probieren wir's. So, B und dann Y. Ach so. Ja, ich kann das überhaupt nicht. Wie lange muss ich das noch tun? Ich bin in Eile. Bro. Nun denn. Können wir probieren das nochmal? Okay, bam. X. Achso. Langes X. Das war ein schneller Move. Dann spring mal auf dich und bam. Nein, ich hab falsch. Egal. Was? Achso. Ich hab's nicht getimed. Ich hab's nicht geschafft. Ich war zu schlecht. Yes. Oha. 12.
Das war ein sehr krasser Move und wir haben sehr viel Erfahrung bekommen. Vor allem jeder bekommt so viel Erfahrung. Jetzt haben wir schon 50 und 60. Okay. Das ist sehr nice. Ja, easy, Kamek, was sagst du jetzt? Prinz Bowser! Ja, geh mal. Geh mal lieber. Wir haben zwar nichts verbrochen, weil die Aliens schuld sind, aber okay. So, wir nehmen falls einen Block mit, ein paar grüne Panzer oder einen halt. Ist nicht drauf gesprungen, ne? Oh Mann. Ja, die dürfen auch noch anfangen. Schnauze. Gang weg. Gang weg. Zack, kriegst du auch noch eine Kopfnuss. So, und jetzt der Gumba. Ne, der will nicht. Ich glaube, den machen wir gleich mal weg. So, ich glaube, auf die Boost können wir das nämlich nicht. Bam, 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 bam. Ich kann nur einmal kicken und dann habe ich Pech gehabt, okay. Nein, ich wollte doch, och Mann. Ne, wir machen Dennis gleich mal fertig. Bam, so. Der macht auch einen Elfer, wenn er... Habe ich die ganze Zeit gar keine kritischen Hits gemacht, oder was? Lol. Ich war die ganze Zeit scheiße und habe es nicht getroffen. Oh mein Gott, ich wusste, dass er da unten kommt, aber ich habe es zu früh gemacht. Bruh. Okay. Bam, bam. Ich mag die Baby-Attacken. Aber so wie es aussieht, haben wir wirklich nie die Crits gemacht. Oh mein Gott, ich hab... Ja, ich muss mich konzentrieren bei sowas. Die Bohus machen mich nicht hier fertig, ne? Will ich, ich werde nichts sagen, aber die machen mich gerade hier echt fertig. Stubschuss wenigstens endlich. Ne, ich drück schon wieder den falschen Knopf. Ich bin so lost, das ist... So. Ich bin zu lost, diese Knöpfe zu drücken. Es tut mir leid, ich bin zu blöd. Danke. Tod. Weg. Wir bräuchten mal wieder Heilung hier. Wir kriegen wieder so viel Erfahrung. Ich frage mich echt, wann es diesmal so viele gibt am Ende. Also wie viel man dann hat am Ende vom Spiel. Wenn wir jetzt schon fast 100 haben. Ja, genau. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber es gibt Schlimmeres. Wir können nochmal eine Revanche kriegen. Das ist Gumba-Kanonenviech. Okay, Gumba-Kanone. Was für Gumba-Kanone? Scheigei-Kanone. Bro, also reden kann ich auch nicht mehr. So, bam. Oh mein Gott, ich wollte timen. Was? Was? Ja, ich so auch noch pranken. Ist okay, ist okay. Kein Problem. Du gehst jetzt weg. So, aber so. Bam, 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 bam. Hohoho, das war richtig gut, Alter. 18. Easy. Bald 100. Oh yeah. Hey, läuft doch. Das war jetzt ein guter Move. Das war's. Der hat mich gefreut. Das war saftig. Das hat geschmeckt. Geh weg. Ich will eigentlich nicht schon wieder kämpfen. So wie es aussieht, müssen wir aber noch mal ein paar Buhus kämpfen. Wieso eigentlich Buhus? Wo kommen die her? Och nee. Komm her, komm her, komm her. Zack, weg. Weg. Einfach weg. Bam, bam. Och Mann, ich will noch mal diesen Server-Hit. Er hat mich schon wieder geprankt. Er hat mich schon wieder geprankt. Halt doch die Fresse. Danke, so. Wieder einen grünen Panzer hier. Mal gucken, ob wir es wieder so gut hinkriegen. Ja. Oh mein Gott, bro, ich hab zu... Ja, das ist gut, dass seine Kanone weg ist. Dann haben... Nein, was? Jetzt geben die dem eine neue. Yes, jetzt konnte ich abwehren, okay. Also, so wie es aussieht, ist die Kanone immer gleich. Okay, passt. So wie es aussieht, ist die Kanone immer gleich mit Abschießen. Jetzt haben wir schon bei den ersten 100, guck. Einen grünen Panzer bekommen wir und bei 100 kriegen wir Level Up bei allen. Sehr gut. So, was nehmen wir jetzt? Vor allem Manu hat ja gemeint, man soll gucken, wo man es am besten machen soll, aber man sieht es ja nicht. Man sieht es ja nicht. Eins. Danke. Ach, Luigi auch ein Level Up. Okay. Sehr cool. Da nehmen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Ich habe gemeint, ein bisschen höher. Hä, wir kriegen für alle Level ab, oder wie? Oh je, die Babys, die müssen wir leveln. Die müssen wir auf jeden Fall Verteidigung leveln. Plus 3, sauber. Und der auch noch. Was hat der so? Ja, der hat Angriff und Verteidigung, beide schlecht. Aber da gehen wir auf den Angriff. Wieder plus 1, unsere Lieblingszahl. Nice, haben wir überall doppelte Ziffern? Kann das sein? Haben wir jetzt überall mindestens 10? Ich weiß es nicht genau.
So, jetzt sind wir bei der Röhre. Was ist hier? Um den Aufzug zu aktivieren, müssen sich 4 Untertanen auf den Deckel stellen. Prinz Bowser hat den Palast infiltriert. Da ist bei der Benutzung von Aufzügen Vorsicht geboten. Ja, also wir müssen die ja eh alle finden, ne? Wir müssen ja gerade Peach und so finden. Dann machen wir das mal. Dünn, dünn, dünn. Und da sind wir. Neuer Abschnitt. Ach so, das war's. Okay, das ist nur ein neuer Abschnitt. Wir speichern natürlich. Und gehen weiter. Bowser's Castle beim Gefährlichen und versuchen Bowser zu finden. Was hat der da oben für Dinger? Das ist eine rote Stachelkugel und eine blaue Stachelkugel. Sind wir immer noch an Weihnachten, oder wie? Ist das hier geschmückt? Schön geschmückt von Bowser Jr. So, Zeig und den Panzer nehmen wir mal mit. Orte, die für Erwachsene zu hoch gelegen sind, erreicht der Prinz. Achso, ja, das wissen wir schon. Achso, ja, 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 ja. Mach mal, kein Problem. Jetzt kommt eine Babypassage. Ui, lol. Moment. Zeige ich euch natürlich. Ah, okay, wir können eine Aktion, einen Aktionsblock wieder ausführen. Ja, wir switchen. Gut, dann kommt hier die Brücke. Ich laufe kurz wieder zurück. Dann sehen wir auch wieder alles. Ich habe es auch wieder wirklich diesmal passend gemacht. Also wenn ich jetzt hier switche, die Kamera, man sieht, es ist einfach gleich. Jetzt passt es wirklich perfekt. Perfekt. Besser geht's nicht. Jetzt können wir das hier auch schön geil machen. So richtig geiles Let's Play. So richtig, oh, so richtig. So, hier haben wir jetzt... Hat Ähnlichkeit wie so ein Fußabdruck auf der Karte, wenn man das so anguckt. Das da, nehmt das da, wo die, wo Mario und Luigi so gerade drunter sind, ist ja so ein Fußabdruck. Ja. Okay, ich halt mein Maul. Ich halt mein Maul, ist okay. Kommt schon wieder so ein Abschnitt, das war klar. Junge, wie oft muss ich noch switchen? Okay, wir haben hier einen Mario-Block. Ein Wonderpilz schon wieder. Ui, diesmal ist größer. Müssen wir da kämpfen? Müssen nicht, aber vielleicht. Da blinkt was, da hat irgendwas Autismus, da hat ein Block Autismus. Go, go! Wir switchen. Okay. Ja gut, springen wir. Ich will auch mal mit den Babys einen Critical Hit kriegen, aber ich schaff's nicht. So, weg. So, weg. Nein, zu früh! Nein, schade. Ich will einen wegkriegen, danke, okay. So, tschüss. Perfekt. Schade. Schade. Ich krieg das Timing nicht hin, ne? Ich krieg das Timing nicht hin. Vielleicht gibt's es auch gar nicht oder nur manchmal oder was weiß ich. Jetzt haben wir bei beiden genau 100. Lul. Ja, keine Ahnung. Ja, perfekt. Wie das da ist bei den... Nein, ich will so... Ja, genau. Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich jeden Gegner besiegen? Ich weiß es nicht. Aber wie ich meinte gerade mit den Critical Hits, nicht, das vielleicht gibt es mir nicht überall. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da was wisst. Oh doch, okay. Jetzt hatte ich gerade einen Critical Hit. Nein, ich habe die Szene nicht geswitcht. Egal, wir kriegen nochmal einen Pilz als Bonus. Wann kriegen wir eigentlich diesen Bonus? Ich habe schon geswitcht. Weiß es gar nicht, aber hat das jetzt was gebracht? Oh lol, den Action Block oder wie? Ne, der macht da wieder eine Brücke. Ah, Moment, wir sind jetzt oben. Und irgendwas sagt mir, dass ich jetzt hier switchen muss und dann... Mario, Luigi! Wenn Sie erlauben, dort oben scheint sich ein ungewöhnlicher Block zu befinden. Wissen Sie, wie der Block zu treffen und zu aktivieren ist? Nein. Hier kommt die Erklärung. Stellen Sie sich zuerst direkt unter den gewünschten Block. Ach so, ach so. Stellen Sie sicher, dass sich Luigi genau unter dem sichtbaren Block befindet. Und lassen Sie ihn springen. Okay. Nun ist Mario an der Reihe. Ah, okay. Okay, und dann kann man irgendwas spawnen lassen. Alles klar, sehr gut. Wenn Sie also die Blöcke nacheinander auf diese Weise berühren, wird sich der Erfolg einstellen. Ich habe die Zeit beeinflusst, um diese Erklärung leichter zu gestalten. Seien Sie sich also dessen bewusst, dass es in der Realität schneller gehen wird. Genau, kein Problem. Thanks, jetzt kommen wir da hoch. Das ist hier ein mini kleine Plattformmaschine. Jetzt können wir putz und putz und putz. Man müsste halt auch hinkriegen. Man müsste halt auch hinkriegen. Hui. Hä, hey, mach's doch. Ich drück beides, ich schwör bei Gott. Hopp. Nein, jetzt mach's doch. Ja. Baby Luigi gönn. Ich hab's doch schon so oft hinbekommen jetzt. Alter, irgendwas stimmt da doch nicht.
Sind die Knöpfe zu groß für meinen Daumen oder was? Das wird jetzt mal real, jetzt wird es langsam peinlich. Danke, so. Okay. Okay, Moment. Okay. Bam, bam. Und es wird da irgendwas spawnen. Okay, die Plattform wird gesunken. Alles klar. Perfekt, dann haben wir die Bibis hier ihre Mission abgeschlossen. Jetzt gehen wir ganz schnell zurück. So. Jetzt müssen wir das Screen wechseln. Und dann hier rein wieder. So, perfekt. Jetzt sind wir wieder das gute Trio. Oh mein Gott. Vor allem Trio, wenn es vier sind. Sorry, ich habe was verpasst. Ich will einen Block haben. Ich will auf jeden Fall einen Block haben, 20 Münzen. Schaffen wir es? Nein, wir schaffen es nicht. Toll, danke. Was? Moment, Moment, ich bin da. Buhu, geh weg, tschüss. Wieder Kopfweh bekommen jetzt, oder? Und aufs Maul. Und aufs Maul. Okay, so, Besuch. Grüner Panzer auf den Schalker, damit der gleich mal weggeht. Das wäre zumindest schön. Haha, yes, 21, wichtig. Und jetzt noch, bam, ach man, ich habe vergessen, dass es jetzt wieder die Bros-Attacke gibt. Ich meine, die Baby-Attacke, ach, was weiß ich. Aber wir machen ganz schön gewaltig Schaden gerade irgendwie, ne? Das muss man schon mal so sagen. Aber geheilt habe ich mich immer noch nicht. Ich habe X gedrückt. Wahrscheinlich muss man das auch ein bisschen richtig timen. Aber jetzt passt. So, ich muss mich echt unbedingt mal langsam heilen hier. Alter, wie viel wir schon haben. Am Ende so 1000 mindestens. Glaube ich, denke ich. Keine Ahnung. Ja, wir kommen aus dem Kampf raus und wir kriegen direkt einen Kugelwilli ab. Oh nein, Luigi ist hingefallen. Auf Luigi, genau. Stimmt, die Babys kriegen ja keinen Schaden. Was? Moment, Moment, Moment. Ja, bruh, ich muss getroffen werden, weil da denkt... Ah, wenn die sich docken, dann machen sie es schneller. Okay, warte, Moment. Wir machen auf jeden Fall ganz gediegen den grünen Panzer. Ja, jetzt... Ah, die Knöpfe zwischen A und Y, das ist ganz schwierig. Schade, ist immer noch nicht tot, aber eine Kanone ist weg. Nö. Ha, er kriegt wirklich nichts. Oh mein Gott, jetzt schießt er so langsam. So, du gehst jetzt. Oh mein Gott. Wir müssen halt schaffen, nur das zu timen. Danke. Danke. So, endlich mal kein Hit hier. Okay, jetzt machen wir es nochmal. Bam. Yes, geschafft. Das ist überhaupt nicht einfach. Man darf da nicht reden, sonst kriegt man es überhaupt nicht hin. Man muss sich da Todes konzentrieren, ich schwör. Todes. Todes. Oh, Todes. Was laber ich? Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Hopp. 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 Jetzt geht der schon wieder los, ne? Jetzt geht der schon wieder los. Gönn die Erwachsenen mehr? Ich weiß es nicht. Danke, die Erwachsenen gönn... Da wurde ich von der Rakete gehittet. Ich würde sagen, grüner Panzer. Wow, wow. Yes. Sehr gut. Oha, man. Das ist einfach nur ein Umgerate, ich schwöre. Wenn der die Kanone schießt, das ist einfach ein Gerate. What? Ich kann den Block auch über den X-Knopf auswählen. Habe ich gerade gemacht. Ja, jetzt holen die wieder neuen Karten. Ja, ist klar. Jetzt sind sie wieder am Start. Tschüss. So. Jetzt komme ich hier weg. Bam. Yes, sehr gut. Wir kriegen Erfahrung und Ende. Das muss ich schon mal hier so sagen. Und einen neuen grünen Panzer vom Koffer. Thanks. Hat der nicht einen Namen? Bestimmt. Ich habe es nur nicht gemerken können. So, wir haben jetzt einfach jeden Gegner, glaube ich, besiegt. Jetzt müssen wir wieder da hochgeschleudert werden. Und dann... müssen wir wieder hier... Bam, bam. Die Brücke spawnen lassen. Aber da gibt es ja noch einen Gang. Deswegen switche ich gleich und wir gucken hier mal rein. Ach so. Hätten wir was abkürzen können? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon grüne Stachelkugeln auch noch. Und eine Tür. Die aktivieren wir. Es wäre voll cool, wenn es irgendwelche Verstecke gäbe, ne? So, jetzt sind wir hier bei diesen
Ah, das sind Metallsäulen. Ich habe gerade gedacht, das sind Knochenlotterkarte. Aber nee, das ist was anderes. Da ist ein Block mit einer Shine-Sprite. Wenn alles dunkel ist und ein Pfad von Schatten verhüllt wird, keine Panik, berühre den schwimmenden Insignienblock. Und schon hast du deine eigene kleine Miniatursonne. Insignienblock, Warnhinweis. Insignienblöcke können ihre Farbe von Rot zu Grün ändern, wenn sie berührt werden. Sind Blöcke rot, sollten sie von einer Person in Rot berührt werden. Sind sie jedoch grün, wird jemand gewandert in Grün vorgezogen. Ah, lol. Ach, das ist rot, das war braun für mich, bruh. Ja gut, jetzt ist ja auch noch nicht dunkel. Heißt es, jetzt wird es ja gleich dunkel, oder wie? Ich weiß es nicht. 20 Münzen. Wie komme ich hier rein? Ah, okay. Hier hoch. Okay. Okay, da ist was. Oh, alles klar. Ja, ja, schon verstanden. Aber da komme ich jetzt nie rüber, oder? Wenn ich jetzt so mache. Lol. Ah, hä, wie geil. Nein, hör auf. Okay, ich muss wieder switchen. Ich wollte doch nur switchen, nicht, dass er gleich springt. So. Okay. Schnell. Aber das ist ja richtig cool. So, jetzt pass auf. Grün. Und Gas geben. Sauber. Switchen gleich wieder. Wir werden trotzdem zurückgeschleudert. Krieg ich ja nicht Schaden? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Nein, ich will die... Ich will... So, ich will jetzt mal weg von dem Block. Damit wir hier nichts mehr aussehen aktivieren. Ich glaube, das ist sehr viel schlauer. So, schnell. Hier noch links und dann geradeaus. So, dann switchen wir wieder. Und können... Oh mein Gott, switch doch. Und bam. Genau, jetzt wieder weglaufen und dann neu aktivieren. Schnell hier rüber, runter, rüber. Und Checkpoint. Nicht runterfallen. Okay. So. Und wir switchen. Ey, das ist überhaupt nicht einfach. Vor allem, man wird komplett zurückgesetzt. Das finde ich, verstehe ich auch nicht. Ich dachte, er hat geswitcht. Alter, das ist so unfair, dass man zurückgesetzt wird. Real Talk. Ich weiß auch gar nicht. Guck, schon wieder. Ich drück A und er switcht nicht. Was soll das? Switch doch, wenn ich dann... Vor allem, er springt, aber switcht nicht. Ich verstehe das echt nicht. Keine Ahnung, was das soll. Ich würde es gerne mal schauen. Guck, schon wieder. Hä? Alter, muss man jetzt irgendwie doppelt springen, damit es switcht, oder? Keine Ahnung. Aber das Zurücksetzen, dass es hier keine Checkpoints sind, das ist echt gemein. Ich muss unbedingt langsam tun. Ich muss unbedingt langsam tun. Weglaufen. Immer genau gucken, welcher Screen aktiviert ist. So. Jetzt ist er drüben. Zack. Und putz. So, langsam wird's dünn. Und jetzt haben wir's. Danke. Alter, das war jetzt total schwer. Das war total schwer, Diggi. Gib uns die Truhe. Das ist ein Kristallding? Was denken Sie, was das wohl sein mag? Es scheint reif für den Müll zu sein. Ach so. Es könnte aber auch etwas von unschätzbarem Wert sein. Ja, das glaube ich jetzt eher. Ich denke, wir sollten es mitnehmen und weitere Untersuchungen unterziehen. Ja, also es glänzt und sieht aus wie ein Kristall. Also Müll ist... Du hast einen funkelnden Splitter gefunden. Ja, also. Was für... Warum ist das eigentlich auf dem falschen Screen? Danke, die Tür geht auf. Das ist nämlich ein guter Zeitpunkt zum den Part beenden. Wir sind schon bei 25 Minuten. Wir hatten jetzt genug Strapazen mit diesem Rätsel gerade, ne? Aber wir haben keinen Schaden bekommen. Das ist sympathisch. Jetzt, Friends, würde ich aber sagen, es ist ja ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es dir gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn es so weitergehen würde mit dem Support, würde es mich auch sehr freuen. Dann haben wir alle Spaß. Ich hoffe, es geht ja schön weiter. Bei Mario und ich zusammen durch die Zeit. Beim nächsten Mal geht es dann in die nächste blaue Röhre. Und irgendwann treffen wir Baby Bowser, denke ich. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal, dein TGM und einen schönen Tag und bye bye.